Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben den 25. Dezember, den ersten Weihnachtstag und in vielen Ländern den Tag, an dem es eigentlich erst Geschenke gibt. Für Sie, liebe Zuschauer, Zuhörer und Zuleser, ist es aber der erste Tag unserer noch virtuellen Late-Night-Show. Die Blogs Murmilo und Nofatlan haben nämlich beschlossen, nicht mehr nur Seriöses zu senden. Denken wir uns bei dieser weihnachtlichen Stimmung in unsere Kindheit zurück. Schon als Kinder in der Grundschule haben wir das Lied gesungen am 25. Dezember, Fum, 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 ist der Tag der Christgeburt, der schönste Tag, der schönste Tag. Sing, damals haben wir es so gelernt, dass Jesus Christus am 25. geboren sei. Kurze Zeit später wurde er auch schon beziehungsweise noch gekreuzigt, sollte aber bald wiederkommen. Damals habe ich mich auch noch nicht gefragt, wieso wir nach 2000 Jahren immer noch darauf warten müssen. Was ist Neues passiert? Berlusconi versucht's nochmal. Nun ja, muss man das noch kommentieren? Prinz, er will anscheinend mit seinen Comebacks sogar Lothar Matthäus überholen. Wie sind Sie sonst durch die Weihnachtsfeiertage geschlittert? Also ich habe der Name der Rose geguckt, bevor ich zu Das Schweigen der Lämmer und anderen Filmen abgeglitten bin. Der Name der Rose ist bei uns seit der Pubertät ein Filmklassiker. Den hat uns damals ein Geschichtsreferendar empfohlen, der Lehrer hinten im Klassenraum war schon etwas skeptischer. Als ich den Film dann aufzeichnete und einen Tag später beim Mittagessen vor dem Nachmittagssport bei einer Pizza ansah, wusste ich warum. Die Bumszene mit Christians Leiter und der Ollen war für damalige Vor-Internet-Verhältnisse ganz würzig. Wie hieß die nochmal? Richtig, Valentina Vargas. Ihr war leider keine große Schauspielkarriere vergönnt. Als ich damals nach dem ersten Gucken, also bis zur 16. im Sportunterricht ankam, fragte ich auch gleich die anderen, wieso heißt der Film denn der Name der Rose? Und keiner konnte es mir beantworten. Erst Jahre später erfuhr ich, dass damit die Olle, also Vargas, gemeint war. Theoretisch hätte man auch Berlusconi besetzen können. Gut an dem Film war übrigens auch die Filmmusik mit dem Geläute im Hintergrund. Helmut Qualtinger spielte übrigens auch mit. Er soff sich leider kurz nach dem Film zu Tode. Wer war noch dabei? Ron Perlman zum Beispiel, das ist der Mann mit dem Affengesicht. Im Film winkt er auch so mitreißend. Hink, insgesamt spielte da eine bunte Truppe mit. Den Meister Sean Connery darf man natürlich nicht vergessen. Slater sah immer wie ein Schüler zu ihm auf. Toll waren damals auch die eingestreuten lateinischen Sätze, für Kenner, Sentenzen. Die lernten wir damals auswendig. Unser eigenes Latein war ja noch schwach auf der Brust. Manu supra idolum, age primum et septimunde quatuor. Was noch? Ach so, ein Teil der Szenen wurde im deutschen Kloster Eberbach gespielt. So, nun weiter. Was kam denn noch? Das Schweigen der Lämmer will ich gar nicht kommentieren, sonst gleite ich wieder in das Thema Serienmörder ab. Ein andermal. Ach so, jetzt, Klamauk mit Eddie Murphy, der Prinz aus Zamunda. Gut, den haben wir schon oft gesehen. Einige gute Witze waren auch darunter, und ich erzähle jetzt die Kurzversion, das ist nicht McDonald's, das ist McDowell. McDonald's hat die zwei gelben Bögen und ich ein M, aber ich bezahle genauso schlecht. Manche Freunde von mir meinten, sie hätten lieber Beverly Hills Cop irgendwas bringen sollen, oder den Film Auf der Suche nach dem goldenen Kind mit Charlotte Lewis und dem Wortwitz mit Tibet, obwohl er nach Nepal fliegt. Gut wäre auch der Film, dessen Name ich jetzt vergessen habe, mit dem klassischen Murphy-Spruch, was ist ein Schwarzer vor Gericht? Schuldig. Wie dem auch sei, trotzdem frohe Weihnachten.